so könnt ihr mit eurem Schiff der Avianda wieder aus dem Hafen auslaufen und kommt auf die offene See, das Perlenmeer. Dort verharrt ihr einige Zeit und wartet darauf, dass ihr Anker gelegt habt. Was wollt ihr tun? Uns startklar für unsere Expedition machen. Da wir keinen Zugriff mehr auf lokale Händler haben, Engelschreck zusammenrühren. Für den Sumpf. Für den Sumpf. Mhm. Würfel einfach mal Alchemie in Rücken, ob ich patze. Ist Alchemie aus dem Handgelenk oder? I don't care, du kannst mir sagen, dass es ein Tränk ist, ja, ist nämlich ohne zu machen, denn das ist egal. Also bei Egelschreck brauche ich da jetzt ich keine. Ich schaffe jede Ableitung, wenn du möchtest. Passt schon. Doch irgendwas. Wir schauen, was von unserer guten alten Maraskan-Ausrüstung noch da ist. Und fragen Kapok, was er so an Kartenmaterial hat. Also der hat zwar wahrscheinlich eher Seekarten, aber vielleicht ist wenigstens irgendwie der Fluss oder so eingezeichnet. Nein, Mann. Kapitän und Mann. Von diesen Sachen habe ich wenig Karten, Mann. Also den Küstenverlauf von Talusa, Mann. Aber niemand fährt in Talusim hoch, weil da sind keine Ortschaften, die man braucht, Mann. Ja, normalerweise nicht. Danke, Kapok. Ich hatte es auch nicht wirklich erwartet, aber naja, besser fragen. Ich konnte auch noch keine Karten kaufen hier, Mann, weil wir waren zu kurz in der Stadt. Ja, das musste alles etwas schneller gehen. Kein Problem, Mann. Ja, ich würde aber auch explizit nur meine Dschungelausrüstung und Sumpfausrüstung mitnehmen. Vielleicht noch ein bisschen Kletterseil und so ein Quatsch halt zum Klettern, falls wir wirklich in die Berge hoch müssen. Und ich würde explizit die Sphärenlinse mitnehmen, natürlich. Alles klar. Dann Boltax, du irgendwas? Du möchtest den Schädel verbrennen. Genau. Also ich werde nicht den Schädel von Elhakia natürlich, sondern den Zwergenschädel angemessen zwergisch bestatten mit einer Brandbestattung. Mit Angrosch Minia zusammen, denn immerhin ist sie ja ein Angrosch-Geweihte. Ich bin ein Geode, also die geistigen Leiter des Zwergentums und dementsprechend sorgen wir natürlich dafür, dass dieser Schädel angemessen bestattet wird. Aber Elhakia wird auf der Seite in den Regal gelegt, damit er weiß, was ihm blüht, wenn er nicht geburt. Du kannst zusehen. Vielleicht. Okay. Irgendwelche Vorbereitungen für den Sumpf? Nein, du bist Geode. Passt schon. Wirst du überhaupt von Ungeziefer angegriffen? Nein, in dem Fall nicht. Automatisch nicht? Genau. Aber von Schlangen? Ja, das tatsächlich schon. Und Blutegeln? Nee, Blutegel sind tatsächlich wie Ungeziefer. Und Ulchuchus? Ja, von Ulchuchus vermutlich schon. Gut, Raffi, ja, machen nicht viel. Hast du noch irgendwas zur Vorbereitung? Ich möchte meine besonders schicken Sachen ausziehen und mir gammelige Sachen anziehen. Ja, du hast ja erst deine Rüstung putzen lassen. Und bügeln von Zulamin. Wie schaut's denn aus? Nehmen wir Kalfata mit, weil lokaler Führer ist jetzt irgendwie nicht. Und ich meine, wir haben den Typen, er ist super nervig, aber sollten wir ihn nicht vielleicht verwenden. Ansonsten können wir auch einfach in der nächsten Ortschaft den Fluss hoch und Führer anheuern. Oder der übernächsten. Also ich würde nicht vorschlagen, ihn mitzunehmen, wenn das deine Frage ist. Okay, dann nicht. Okay, dann macht ihr eure kleine Schaluppe bereit. Das kleine Schiff, was dann doch echt aufwendig wieder fit gemacht werden muss, im Gegensatz zu den kleinen Beibooten. Dann habt ihr eine einmastige kleine Schaluppe, auf der ihr ja neben euch euren sechs Helden, beziehungsweise ja doch Ronga kommt selbstverständlich mit. Immerhin hat er damals den Schädel gefunden. Dann nehmen wir vielleicht noch Tikala mit. Der ist nett. Tikala. Der hat ja zumindest Dschungelkunde. Die sollten vielleicht Kalixianer in der Schalupe verstecken. Wäre schlau. Ich weiß nicht, ob wollt ihr den mitnehmen? Unterdeck wollt ihr mitnehmen, oder? Habe ich verstanden. Haben wir eine gute Notwendigkeit, den mitzunehmen? Ich glaube nicht, es geht um den Novadi-Plot. Okay. Also es geht nicht um das Grabmal. Es geht nicht um das Grabmal, es geht um Elhakir und den Lehrmeister von Darion Paligan. Könntet ihr mitnehmen, selbstverständlich, ja. Aber der Mann ist klein und schwächlich und ist immer noch unterzuckert und dehydriert. Na, der bleibt hier, der muss sich erholen. Okay, sonst noch? Wir sagen mal nicht, ja, PS, Kanizitiana ist wieder da. Ja.
wird sich dann auch viel mit ihm unterhalten. Das heißt, er geht dann runter in ihre Kajüte und die unterhalten sich nicht. Ja, weil sie weiß seine Weisheit zu schätzen. Siehst du, Obelmeier? Hauptsache, jemand unterhält sich mit ihr. Ist es Herbie? Ich träume nicht. Ja, ich weiß. Das Gut. ist der ganze Anspruch. Gibt doch mal einfach weiter. Dann seid ihr zu siebt und könnt aufbrechen in Richtung mit der kleinen Schaluppe, die nicht auf die Avianda zurückverfolgt wird, in Richtung Talusa wieder zurück. Ja, relativ unkompliziert. Ihr könnt aber auch sehen, dass die Posten, die Türme jetzt bemannt worden sind innerhalb der halben Stunde, Stunde. Und ihr da auf alle Fälle betrachtet werdet, während ihr dann an den Brücken entlang fahrt. Und für euer kleines Schiff, diese kleine einmastige Schaluppe, muss auch die Brücke nicht nach oben gezogen werden für teures Geld, sondern ihr könnt dann einfach unter den Brückenpfählen an den eingemauerten Töchtern vorbeifahren. Da könnt ihr wohl auch noch so das ein oder andere Gesicht unter dem Stein erkennen, zumindest Andeutung davon. Und seht auch auf der Brücke wachsame Löwengardisten, die jetzt nach dem Ausbruchsversuch doch tatsächlich jetzt aktiver geworden sind als vorher. Den Talusim nach oben zu fahren erfordert trotzdem aufgrund der Regenzeit eine Seefahrts- oder Bootefahrenprobe. Könnt ihr euch aussuchen, weil es sowohl gerudert als auch gesegelt werden kann. Da möchte ich aber bitte eine plus 10 haben. Zwei Proben, egal wer. Rafim oder Zulamin? Dürfen wir vier Proben machen und ihr Schwernes aufspalten? Ja. Oh. Ich meine, ich mach's trotzdem nicht. Ich hab Bootefahren nicht aktiviert. Oh. Aber, da war die plus 10 nicht mit drin. Genau. Warte mal. Rafim hat seinen Schicksalspunkt schon benutzt. Ich könnte 5 Punkte bei der Fingerfertigkeit rausholen. Alles andere passt. Dann deinen Schicksalspunkt und Boltax hätte noch einen für Rafim. Ich schipp mal noch den ersten. Und das wird schlechter statt. Nee. Ich gebe meinen Schicksalspunkt nicht für Rafim aus. Ein Punkt besser geworden. Aber es reicht trotzdem nicht. 5 Punkte von Zulamin, die fehlen. Wenn zwei weitere sich hingeben, wird's leichter. Hat irgendwer Boote fahren aktiviert? Nein. Was? Nein, natürlich nicht. Ah, wen haben wir denn noch? Könnte ich sie unterstützen eventuell mit Seefahrt? Keine Ahnung, helfend? Ja, selbstverständlich. Also du kannst doch versuchen zu unterstützen. Ah, ich habe Boote fahren aktiviert. Nimmer werden kann's nicht, oder? Doppel 20? Doppel 1! Doppel 1! Okay, da hätte ich würfeln müssen. Jetzt kommt von dir die Doppel 20 nochmal rein. Nee, alles klar. Dann kann Abel mir an der richtigen Stelle, kannst du dann sowohl für Rafim an der richtigen Leine ziehen, sodass dann die Segel wieder aus dem Wind genommen werden. Kannst dann auch noch zusätzlich in die Riemen greifen und noch den Rest, den Zulamin da mit ihrer Kabellage da versaut hat. Unterstützen, sodass ihr den Talusim nach oben kommt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem von der Regenzeit. Das ist sehr schlammig, sehr brackig. Ihr weicht einigen Hölzern aus, die da herumtreiben. Und gerade wenn dann die Sonne untergeht, könnt ihr dann auch viele, viele Stechmücken erkennen, die dann über euch und eurem Boot herumschwirren. Und auch das, also ihr seht selbstverständlich weiter, aber werdet unglaublich genervt, sodass dann ihr euch nicht richtig konzentrieren könnt. Aber fahrt dann weiter nach oben. Mithilfe von Abelmir. Grob 2-3 Stunden. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen. Dann müsstet ihr tatsächlich spätestens an Land. Eine Siedlung, ein Dorf ist noch nirgendwo zu sehen. Weder noch auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Ihr haltet euch erstmal auf der linken Seite des Flusses. Einfach weil ihr in der Mitte noch mehr Strömung habt und dementsprechend dann auch noch eine ganze Menge Materialien, die euch da entgegenfließen. Aber so langsam müsstet ihr dann in dem Matsch, in dem Morast anlegen und das wird eine sehr kalte Nacht werden. Kapitän, ich würde vorschlagen, wir loten aus und legen hier dort Anker, wenn es geht. Ja, bevor die Sonne untergeht. Es wird nicht einfach sein, hier einen Platz für die Nacht zu finden. Wir könnten auf dem Schiff bleiben. Ja, dazu würde ich fast tendieren.
Ansonsten würde ich aber vorschlagen, wir spannen Netze oder so. Ansonsten fressen euch die Moskitos noch auf. Wir können auch kein Feuer machen an Bord. Deswegen haben wir ja die Paste mitgebracht. Ihr dürft euch noch nicht waschen. Ja, das wird der härteste Teil, aber jetzt bringen wir das Boot erst einmal ans Ufer. Ja, und dann schauen wir mal, dass wir da nicht auflaufen. Ja, also auflaufen werdet ihr, aber das ist ja mit einer Schaluppe nicht so das Problem. Zumindest werdet ihr von der Strömung dann nachts nicht abgetragen. Könnt dann irgendwie ein Seil oder ein Tau um einen Baum herumschlingen, sodass ihr dann an der Stelle verharrt. Und eure Segel so spannen, dass sie euch vielleicht ein bisschen Deckung geben gegen die vielen Stechmücken. Ich dachte mir an so einen Anker, so ein kleines Schlupfbad, so ein Anker, oder? Auch ein Anker, ja, aber man kann ja trotzdem mit Tauen zusätzlich an irgendwelchen Bäumen dann arbeiten. Ich denke nicht, dass die einen Anker hat. Die ist dafür gemacht, an Land gezogen zu werden. Anker sind schwer. Ja, einen kleinen Anker für Schaluppe, weiß ich nicht. Ja, das ist das Problem. Du kannst nicht einfach einen kleinen Anker nehmen. Du musst ja gegen die Meeresströmung arbeiten. Du kannst den nicht in demselben Maße runterskalieren und hast dann viel weniger Zuladung, die du noch auf die Schaluppe draufbringen kannst, als auf so ein großes Schiff. Deswegen, no, ihr habt keinen Anker. Das wäre hinrissig. Also ich habe Erfahrung mit kleinen Schiffen und kleinen Ankern. Und das hat immer funktioniert. Ja, ein modernes Schiff. Gut, ich spiele doch jetzt auch keine Rolle. Ja, zumindest... Rolle. Wir sind auf Seefahrtskampagne, hier geht's um Details. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, für die Nacht fertig machen, euch beschmieren. Aber Zulamin, du bist... wie heißt es? Eitelkeit. Eitelkeit, danke. Ich wusste irgendwas mit E. Eitel. Selbstbeherrschung plus Eitelkeit. Habe ich abgebaut. Hast du abgebaut? Oh, das ist ja wohl super. Ich und mit Ankündigung. Mit Ankündigung, dass du deine Abenteuerpunkte darin jetzt versenkst. Abelmir, was ist denn mit dir? Ich habe Eitelkeit immer noch. Ja, ein Selbstbeherrschungsprobe. Also ich habe Eitelkeit 0. Hat Zulamin die gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Okay. Ich hab überlegt, ob ich jetzt am Schluss noch alle meine Nachteile abbaue und dann mit 0 Nachteilen in den Tod gehe. Mal schauen, wie lange die Motivation also, anhält. Also du bist selbstverständlich noch eitel, aber du hast keine spieltechnischen, mechanischen Einschränkungen mehr. Ich meine, sie hat lange genug durch Scheiße gewartet, um da mal zweimal drüber nachgedacht, um sich dran gewöhnt zu haben. A, ich und bin immer noch schön. B, ich weiß, es gibt Wichtigeres als mein Aussehen. Ja, du bist ja auch also nicht nur als die schöne Zulamin bekannt. Vor allem weißt du auch, dass... Literatur suggeriert mir, dass du nicht schön sein kannst, ohne eitel zu sein. Sorry, du musst den Vorteil wieder abgeben. Den Vorteil. Yes, den gut aussehen. Du musst sie wieder abgeben, wenn sie nicht eitel ist. Gut, dann werden wir hier übernachten und ich hoffe, dass wir morgen irgendwann im Laufe des Tages diesen Meister des Flusses finden. Im Laufe des Tages erscheint mir übermäßig ambitioniert. Der Fluss ist groß. Ja, er hat bestimmt irgendwelche Karten. Das dürfte uns doch etwas helfen. Nun, nichtsdestotrotz erscheint es mir übermäßig ambitioniert, ihn im Laufe des Tages zu finden, wenn wir noch nicht mal genau wissen, wo er ist. Nun ja. Am Fluss? Wir sollten in den umliegenden Ortschaften nachfragen, wenn wir durchkommen. Ja, er wird bestimmt sehr bekannt sein hier in der Gegend. Ganz genau. Ja, das klingt aber nach einem Problem für morgen. Wer will die erste Wache halten? Ich kann das tun. Ja, dann schließe ich mich an, Abelmir. Du machst dann mit Sepentio die zweite. Wenn es so sein muss. Voltax. Ja, ich mach die letzte, alles gut. Dann kann ich ein bisschen länger schlafen. Ich sehe im Dunkeln und im Dämmerlicht sowieso besser als ihr. Ja, sehr gut. Dann legt euch hin, damit ich euch vernünftig wecken kann. Ich will ja nicht ewig wach bleiben. Okay. Also, haben wir schon ein Lager gesucht oder wollen wir einfach auf dem Schiff schlafen? Ihr schlaft auf dem Schiff, hattet ihr eben zumindest gesagt. Das ist wenigstens trocken. Genau. Dann, ich verzichte an der Stelle auf die Wildnislebenproben. Ihr habt kein Feuer, es ist ziemlich nass um euch herum. Also, Regeneration wird höchstwahrscheinlich ausfallen. Es ist halt auch kein richtiges Nachtlager. Ja, willst du dich jetzt in den Sumpf reinlegen oder?
Ich würde ansonsten auch eine Wildnislebenprobe würfeln, um mir zumindest eine Möglichkeit zu suchen. Aber ich würde gerne ASP regenerieren. Richtig, wie viel Abzug bekommen wir? 13. Also 13. Wildnisleben okay. Plus 13. Oh. Wildnisleben plus 13. Sumpfkundig zählt hier, oder? Sumpfkundig zählt. Ich glaube, Wildnisleben. Dann ist es noch eine Erschwernis um. Zwei Punkte weniger. Doppel 1. Hallo, Mann. Hallo, Doppel 1. Voltax, seht ihr das da? Ja, das... Er sieht ein wenig über der Wachsen aus, aber ich glaube, es ist eine Hütte. Ich denke auch, ja. Vielleicht ein Schmugglerversteck oder sowas. Kapitän, ja, wir sollten hier vielleicht hier unsere Reise für den Tag beenden. Nun, wenn die Hütte leer ist, dann könnt ihr euch da zur Ruhe legen. Wir sollten vielleicht das Boot im Auge behalten, dass es nicht doch abgetrieben wird oder so. Ich überlasse es euch, einmal nachzusehen. Ja, wenn ihr euch dann endlich hinlegt, damit ich euch endlich wecken kann, gerne. Na dann, gute Nacht. Boron büchte euren Schlaf. Doch, ich nehm's. Egal. Aber regenerieren, ja? Also, du stellst dich in die Hütte rein. Ja. Ja, wenn du die Tür aufmachst, kannst du sehen, dass dort ohne Feuer jemand in der Mitte der Hütte sitzt. Ein Mann um die, du würdest sagen, 50, vielleicht 60 Jahre, aber noch gut im Alter, mit weißen Haaren. Auf verdammte Helm, der löffelt einen Schritt zurück. Hinter ihm steht gerade schon Voltax. Er löffelt gerade eine kalte Fischsuppe. Boron zum Großen? Traias zum Großen. Er wird zum Groß. Kommt rein, setzt euch. Nehme ich. Sicher doch. Komm, Voltax. Was sagt der Mann? Er grüßt uns im Namen Efels. Verzeiht meinen Kameraden, er spricht leider eure Sprache nicht sehr gut. Vielen Dank erst einmal für eure großzügige Einladung. Ziemlich gefährlich da draußen im Talusim noch, um diese Nacht so an den Fluss zu überfahren. Ich gebe zu, wir haben vielleicht den Tag etwas übereifrig verstreichen lassen. Nicht auf meinen Anraten, aber es ist eine andere Sache. Es ist wahrhaftig ein Glücksfall, dass wir euch eure bescheidene Behausung hier draußen getroffen haben. Werdet ihr denn, ich hoffe einmal im Namen der Gastfreundschaft, bereit, uns Nachtquartier zu gewähren? Ja, selbstverständlich, kommt rein. Und wir, auch eure Freunde, habe ich das schon gehört. Ja, sicher doch. Wir nehmen an, ihr habt... Wir können gerne Rüttungen mit euch teilen, wenn euch dies ein Wunsch ist. Nichts, was gebrannt wurde. Aber kommt rein. Effert zum Gruße. Effert mit euch. Entschuldigung, wie war euer Name? Faramut. Ich bin Faramut. Ihr seid also der Meister des Flusses. Korrekt. Ihr habt nach mir gesucht. Oh. Ihr seht mir nicht aus wie Fischer oder Händler. Ja, wir suchten nach euch und wir haben euch gefunden. Den Göttern sei Dank. Tatsächlich, den Göttern sei Dank. Diese Hütte sollte normalerweise nicht zu sehen sein. Ich wollte gerade sagen, ich klopfe im Hintergrund unauffällig die Wand an, ob es eine Illusion ist und wir gerade in Wahrheit in einer riesen Falle stehen. Ja, eure Decke ist ein bisschen niedrig, aber sonst ganz schön hier. Ja. Und damit auch ihr es wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Hallo, Ulamin al-Shabra, Kapitänin von Aviandas Rattung. Von eurem Schiff habe ich vor kurzer Zeit gehört. Ich bin Boltax Brandbringer von den Wogen. Ihr habt den Pakt mit dem grauen Mann geschlossen. Das ist richtig. Und jetzt seid ihr auf der Suche hier in Talusa? Nach mir oder nach Informationen? Und das eine führt zum anderen vielleicht, wenn man Glück hat. Günstige Winde gewissermaßen. Tja, da hat wohl Effert eure Wege geführt, mitten in der Nacht. Normalerweise wäre ich jetzt in Talus fort, aber die Strömungen sind stark und unbeständig. Ja, wir haben es gemerkt. Also, wie kann ich euch helfen? Bin gerne bereit. Wir suchen Informationen zur Grundmutter. Ist euch ein solches Wesen bekannt?
Tja. Vor einiger Zeit waren nicht nur einige Helden in Talusa, die dann zu dem Frühling führte, sondern kurz davor noch El-Hakir, der ebenso danach fragte. Aber unbequem in Richtung des Sackes, aber dann weinigt er am Schiff. Egal, trotzdem in Richtung des Sackes, wo auch immer er sein mag. Müsste eigentlich für Poltax sein. Ach, dass der überhaupt einen Toten mit sich rumträgt. Die Grundmutter sagt mir etwas, ja. Das sind alte, düstere Legenden. Nun, vielleicht habt ihr davon gehört, dass vor Rulat am Schlund ein Dämon befreit wurde. Eine Art riesige Kröte. Und wir fragten uns, ob es sich um die gleiche Entität handelt. Davon kann ich ausgehen. Die Grundmutter ist einzigartig. Sie wurde vor langer Zeit weggesperrt. Und wenn Daria und Paligan jetzt wieder auftaucht und am Boden schert, dann wird sie wahrscheinlich wach geworden sein. Was ist sie genau? Sie ist ein ehemaliger Maa. Etwas aus Vajat. Ihr wisst über Vajat Bescheid? Das Yol'Gormak der Meere? Ich habe irgendwo gelesen. Ja? Ein Ort, der den Niederhöllen näher ist als der dritten Sphäre. Die Krakonier huldigen dort den Erzdämon. Immer noch. Vajat ist riesig groß. Es ist keine Stadt, sondern ein Reich über hunderte von Meilen auf dem gesamten Meeresboden des Elemsgrundes. Und das Zentrum dieser Stadt ist die Jarl zu Gott. Ihr sagtet, diese Grotte wurde weggesperrt von wem? Von den Elfen. Zumindest sagen das die Gerüchte. Hochelfen. Sie fahren im Nebel. Elfen zur See. Das sind auch die Gerüchte, die damals vor 25 Jahren Filiasson zutage getragen hat. Ihr habt von Filiasson gehört? Von Orm Volker? Gelesen, wie ihr gehört. Unser Svafnir-Geweihter sang Lieder über ihn. Und das kann ich mir vorstellen. Ein gar prächtiger Torwaler soll er gewesen sein, nicht wahr? Ich habe ihn nie getroffen. Sie kam zwar an Maraskan vorbei in Richtung Kuntjom, aber an Talusa waren sie nie. Ich habe nur ihre Geschichten gehört und gelesen. Ihr führt also keine Pferde bei euch, sondern einen Svafnir-Geweihten. Inzwischen eine Svafnir-Geweihte. Wir haben einander abgelöst, aber wir haben auch eine Eferdi bei uns und sie arbeiten recht gut zusammen. Gut zu wissen, gut zu hören. Aber in diesem Kampf der Meere werden wir uns sicherlich allesamt zusammenschließen müssen. Nicht nur Svafnir, sondern auch Numenoru. Und all die Avatare dort draußen. Aber der graue Mann hat seinen Kampf schon verloren. Nun, welche Beziehung hat diese Grundmutter zu Vajat? Sie war so etwas wie die oberste Göttin. Zumindest wenn man den Quellen unseres Effa-Tempels glauben kann. Ich habe die Schriften nicht hier, sie sind im Tempel selbst. Könnt ihr dort sicherlich einsehen, wenn ihr die Freigabe von mir bekommt. Ihr sagtet aber, die Grundmutter wäre einmal ein Maa gewesen, also ein sterbliches Wesen. Ja. Und nun behauptet ihr, sie sei eine Göttin der Bewohner von Vajat? Nun, wenn ihr lange lebt und nun die Bewohner euch als Gott verehren, dann kann es sein, dass ihr zu so etwas wie am Gott werdet. Ist das nicht sehr ketzerisch? Das ist es. Aber deswegen sitze ich auch unter Loser. Verstehe. Kontroverse Lehrmeinungen. Deswegen, ja. Ich würde ja gerne woanders sitzen. Aber ich bin ja kein Meister der Brandung, sondern nur Meister des Flusses.